Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft. So, ich muss mich ein bisschen orientieren. Es sind schon ein paar Stunden her, dass ich gespielt habe. So. Und ich stelle fest, dass ich Spitzhacken brauche. Ja. Und dann mache ich gleich ein paar Stück. 1, 2, 3. So. Na. So, jetzt. 3 Spitzhacken. Aus Stein, weil ich noch nicht so viel Metall habe. So, jetzt mal schauen, wer uns da draußen erwartet. Oh, niemand. Doch, da ist eine Spinne. Oh, ein Creeper. Der will seinen Bruder rächen. Nein, 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 nein. Er will seinen Bruder rächen. Nein, 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 nein. Oh, stirb. Ich hasse die Dinger. Ich hasse die Dinger. Komm her. Na, komm her. Gibt's doch gar nicht. Komm her. Ja, ja, los. Gib mir deine Seide. Mann, ich möchte Seide haben. Ja, ist doch in Ordnung. Da hat's kurz geruckelt. Boah, Nase hat gejuckt. So, was möchte ich in der Folge machen? Sammeln? Weizen? Hier möchte ich ein bisschen alles zumachen. Denn, wie gesagt, ich möchte hier eine ebene Fläche, ich habe schon mal erwähnt, eine ebene Fläche machen, um dann hier mein Haus zu bauen. Hoffentlich ist die groß genug. Ich könnte das Ganze hier so mit einbeziehen, so eine Art so Brunnen im Haus drin. Das wäre doch mal was Geiles, oder? So ein eigener Brunnen im Haus drin. So. Auch hier möchte ich das Ganze vielleicht ein bisschen so wie eine Hütte machen. So eine Lehmhütte. Wo ich dann eine Tür machen kann. Und dann das Grauen der Höhle nicht nach oben kommt. Denn hier oben wird schon genug Grauen gespawnt. Ich muss da oben was erklären. Hallo. Du. Guck mich an, wenn ich mit dir spreche. Zeig mir nicht deine Häuter, sondern guck mich an, wenn ich mit dir spreche. Und zwar, du bist keine Ziege. Du bist eine Kuh. Ja, also das müsste mal gesagt werden. Die hat irgendwie das falsche Buch gelesen und hält sich für eine Ziege. Okay, ich möchte da hinten weiter abbauen und eigentlich könnte ich auch Holz gebrauchen, denn unsere Hütte, ja, ich sage immer Hütte, weil für mich Holz ist immer, also ich gehöre zu den Menschen, dass immer in eine, ne, Steinhaus gewohnt hat, also es wurde gebaut, also nicht mit Holz, sondern wirklich gebaut. Und für mich alles, was Holz war, war dann Hütte. So ist es bei mir dann irgendwie geblieben. So. Okay. Okay. Ich frage mich, habe ich nicht alles entdeckt schon? Habe ich nicht alles schon erleuchtet? Ich dachte, ich habe alles erleuchtet. Da war doch kurz etwas. Die hat die Schwester dazu geholt. Ach nee, das ist nicht die Schwester. Entschuldigung, dass ich bei eurer romantischen Zeremonie gestört habe. Ich gehe ja wieder. Ja, da wollen sie mal alleine sein. Jeder kennt das doch, ja? Teenager, ja? Schön allein mit dem ersten Auto. Oh Mann, ey, das waren Zeiten, ja? So... Erst das Auto und dann einfach so mit der Freundin rausgegangen.
Ja, erst einmal so, hey, guck mal, ich habe ein Auto. Und dann, guck mal, ich zeige dir alles, was man mit dem Auto anstellen kann. Und was man im Auto alles anstellen kann. Stopp, falsche. Ja, das waren noch Zeiten. Und man könnte im Auto wirklich einiges anstellen, glaubt mir. Ja, man sollte aber immer noch, aber. Ach, ja. Manchmal gehen die Zeiten so und jetzt weiß ich gar nicht, was ich hier so will. So durcheinander habt ihr mich gebracht, ja. Was haben wir hier? Nichts. Was wollte ich eigentlich jetzt hier? Überlegen. Holz habe ich, das ich sowieso so verwandeln will. Oh ja, da habe ich schon eigentlich einiges an Holz. Denn das ist für unser ganzes Werkzeug. Und das möchte ich eigentlich so für Bauen benutzen. Das hat eine schöne Farbe. Habe ich mir sagen lassen. Nee. Wirklich, die Farbe von dem Holz gefällt mir mehr zum Bauen als das Eichen, Farbe. Das ist einfach. So, jetzt sieht es anders aus. Okay, was ich machen wollte, war den Weizen auch nehmen. Und hier ein bisschen Erde. Denn ich möchte ja das Ganze ein bisschen erweitern. Damit ich auch endlich was zu futtern habe. Denn zur Zeit ist ja nicht gerade sehr viel. So. Was passiert, wenn ich denn die Leviten lese? Greift er mich an? Der greift mich nicht an. Die tauchen, glaube ich, auch immer so auf. Das heißt, wenn ich die jetzt. Ups. Wenn ich die jetzt so. Also. Wiederverwerte. Das gefällt mir nicht. So. Wenn ich die also wiederverwerte, dann tauchen sie irgendwann mal wieder auf. Aber die geben mir auch kein Fleisch. Ah, Mann, ey. Obwohl so gegrillte Kalamaris, die schmecken. So. Tintenfischringe. Aus euch mache ich Tintenfischringe. Ja, genau das. Und irgendwie stört mich das Schaf hier. Du störst mich so sehr. Geh weg. Wasch deine Wolle. So. Ups. So, ich möchte die Samen haben, damit ich die sofort gleich weiterverwerten kann. Aber es kommen keine Samen. Die will mich jagen, oder? Das Schaf. Geh weg. Ja. Verschwinde. Money. Ich bin tierlieb. Ich hätte auch ein Schwert nehmen können. Gibt's doch gar nicht. Verschwinde. Also ich glaube, ich muss das Schwert doch holen. Die lässt da nicht locker. Du bist ein blödes Schaf. Und ich würde dir jetzt so einen ins Gesicht hauen, aber dann habe ich Angst, dass du einfach stirbst. Ja, und dann kriege ich Probleme hier mit die ganze. Also manche stehen wirklich auf Schläge, oder? Ja, kennt ihr das auch? Zum Beispiel so mit manchen Frauen. Ja, so ein paar, so Witz mit den Frauen, ja. Du liebst sie, du zeigst ihre Liebe, indem du immer ein paar. Oh. So. Und die will mich wirklich jagen. Nein! So, das war's. Ja, ich bin böse. Aber das hat die verdient. Die wollte nicht. Also es gibt welche, die lernen es einfach nicht, ja? Die fordern es einfach heraus.
ihr das auch zum Beispiel in der Gesellschaft, dass es Menschen gibt, wo ihr einfach so gerne, so gerne, einfach, na, ihr wisst schon. Ja, weil die einfach euch nicht in Ruhe lassen. Ja, also manchmal gehen einem wirklich so welche so auf den Geist und die lassen einfach nicht, die lassen einfach nicht locker. Ja, und man kann nichts machen, man kann nur mit einem Rechtsanwalt oder ein paar Kumpels rufen. Ja, nee, aber jetzt wirklich, da gibt es welche, die lassen nicht locker, die lassen nicht locker und man weiß nicht, was man machen soll, ja, außer natürlich, man geht zum Rechtsanwalt, man hat natürlich erstmal Kosten. Nee, nicht den Apfel. Den Tintensack. Man hat erstmal Kosten. Und nur weil irgendwelche Leute da sind, die einfach sich für... Nee, die halten sich nicht für besonders. Die wissen auch so nach dem Motto, ja, was willst du dagegen machen? Ja, so sind... So, es gibt wirklich Leute, wo du sagst, ey, du nervst. Und das, als Antwort kriegst du, ja, Mann, ey, was willst du dagegen machen? So bin ich halt. Und dann denkt man nur, oh, das, ich weiß nicht, wo der Faust herkam. Ja, es war nicht von mir. Der Faust kam irgendwo von, was weiß ich woher. Und ich, auf einmal merkte ich nur, dass er auf dem Boden lag. Aber Gewalt ist keine Option. Wir können ja mit ihm reden. Und kriegt man als Antwort, was willst du dagegen machen? So. Ja. Und eins möchte ich Ihnen auch noch sagen. Gute Nacht. Eine Nacht voller schöner Träume wünsche ich mir. So, ich bin wieder da. Die Träume waren nicht so schön. So. Ich habe irgendwie geträumt, dass ich irgendwie ein Schaf geschlachtet habe. Ja, so ein Traum hatte ich, dass ich irgendwie so ein Schaf geschlachtet habe. Da ist ein Creeper. Hi, Mr. Creeper. So, ich möchte... Also eine der Sachen, die ich morgens gleich machen will, ist natürlich Ausschau halten nach Spinnen. Ja. Cool, kannst du was dagegen machen? Geh doch zu dem hin. Waren da hier nicht irgendwelche Spinnen vorhin? Da waren doch noch gerade welche Spinnen hier. Toll, ich habe sie verpasst. Ja, brenne. So, gut. Und den möchte ich irgendwie auch loswerden. Na, komm schon. Komm schon, komm schon. Ja. Wenn du da explodierst, ist nicht so schlimm. Ja. Da habe ich kein Problem damit, dass du da explodierst. So, jetzt bin ich hier sozusagen hinter der sogenannten Kirche. Und hier beginnt... Na? So, und hier beginnt der Urwald. Das ist ein Regenwald mit der fliegenden Insel, wo ich nicht vergessen habe, dass ich da irgendwann mal mit einem Wassereimer einfach Wasser fallen lassen werde. So eine Art künstlicher Brunnen. Und ich sehe hier etwas. Ist das eine Höhle? Ist das eine Höhle? Oh, es ist eine Höhle. Und die ist nicht leer. Na? Wo bist du? Und ich habe keinen Sand dabei, sonst könnte ich Sand auf ihn fallen lassen. Na, kommst du? Kommst du? Kommst du? Ne, der geht weg. Er gibt auf. Aber ey, wo bin ich hier gelandet? Das ist ja alles unterhüllt hier. Wo bin ich hier gelandet? In dieser Welt. Und hier werde ich irgendwann mal einfach eine Brücke drüber machen. So. Ja, ich schau mal langsam. Ich schau mal mich ein bisschen um. Denn hier waren wir noch nicht.
Wir waren nur ein bisschen auf die andere Seite, wo wir die zwei Inseln entdeckt haben. Und hier gibt es wieder eine Höhle. Mit einem Swimmingpool. Mit einem unterirdischen See. Kühe ohne Hände. Also Kühe werde ich mir wirklich welche holen. Da mache ich mir wirklich so einen Gatter und die Kühe da rein. Ja, hier würde ich gern dann diese ganze Rohrzucker pflanzen. Und da könnte man hier zum Beispiel, wenn alles zu ist, könnte man hier direkt so eine Art so einen versteckten Lagerplatz. Ja, so ein bisschen so, einfach so ein kleiner Garten. Ja, mit so einem Baum. Da könnte man ein bisschen so auf den Berg schauen. Da wäre dann das Häuschen. Und hier wäre dann der Regenwald. Vielleicht könnte ich hier ein bisschen aufmachen. Da kann man vielleicht ein bisschen das weite Meer sehen. Ist das auch eigentlich das Meer da hinten? Ist das nicht auch das weite Meer? Ja. Und dann hätte man einen freien Blick auf das weite Meer. Ja, das sieht eigentlich recht nett aus. Ich könnte natürlich auch da oben ein Haus bauen. Aber jedes Mal das hoch und runter klettern, das wäre nichts für mich. So. Moment. Ich brauche Samen. Na gut, hast du keine. Hier ist natürlich auch Lehm, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Hier ist Lehm. Ups, ich wollte nicht abtauchen. So. Und diese Piano... Oh, dahinter ist noch mehr. Diese Pianomusik ist natürlich die Original-Pianomusik aus Minecraft. Die eigentlich wunderbar passt zur Höhlenerforschung. Dass man schön ruhig ist. Und dann taucht der Creeper auf und BUM! Ja.